Du bist nur einen beschissenen Tag davon entfernt zu werden wie ich, sprach der Irakkriegsveteran in der zweiten Daredevil-Staffel. Das ist ein Satz, der in manchen Stellen von Matt Murdocks Leben beinahe schwellenübertretend war, die Zügel dem Gesetz zu entreißen und nach eigener Laune zu verfahren. Doch im Falle des Berufs duckt sich die Attitüde vor der Konstitution und ein jeder Angeklagte darf auf Stellungnahme hoffen hinsichtlich schlimmster Vorwürfe. Der, der diesen Satz sagte, übertrat nicht, sondern übersprang gefühlt mit einem Stab in olympischer Manier diese Schwelle. Sein Name ist Frank Castle. Seit Wilson Fisk den dicken Hintern von der Couch der Verbrecherwelt hob, versuchen Gauner den Backenabguss in Form einer vakuumbeanspruchenden Partnerschaft. Das vereinfacht natürlich das Liquidieren unerfahrener Gegenspieler mit blanker Feuerkraft. Daran beteiligt sich auch, wie erwähnt, der Punisher, wodurch es zum Comic-Titel kommt, und genau da liegt der Hund begraben. Während sich zwei Beschützer bekriegen, handeln die Halunken Hammerhead und Jackal die nächsten Vorkehrungen ihrer Operationen Schritt für Schritt aus. Aber Teufel, Totenkopfraufereien scheinen ein Ding für sich zu sein. Sie sind so persönlich unpersönlich. In erster Linie geht es um den Schutz Unbeteiligter. Da treffen einfach zwei New Yorker Straßenjungs aufeinander. Ohne allzu großen Reichtum wie Bruce Wayne. Der eine hat die Auffassung, dass ein Verbrechen zu viel ist, und der andere, dass jeder eine zweite Chance verdient. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An eine Gerichtsverhandlung. Der Punisher ist der Richter, schon fast ein Scharfsrichter, der Anklage erhebt, welche Daredevil als Anwalt begründend entlasten muss. Das Problem wäre damit gelöst, wenn Murdoch weiterhin verteidigt, könnte Frank im Zeugenschutzprogramm die Fieslinge beseitigen, die den Aussagenden Probleme bereiten. Dann kommt hier ein neues Problem. Wen verteidigt er wieder, der seiner Ansicht nach Recht auf justiziablen Beistand hat, womit der Typ mit dem phasialen Totenemblem nicht einverstanden ist? Genau unter diesen beiden als Engel und Teufel auf der Schulter steht der 16-jährige Sohn eines schutzgeldzahlenden Ladenbesitzer, wie er eine Waffe findet. Im Hintergrund geht die Schlacht weiter. An Franks Backe hängen 1 Million Dollar Kopfgeld. Dies mindert gegenteilig die Nachfrage Castles für das Gaunergesocks. Und ihr könnt ahnen, wer wieder nicht zulassen wird, dass man überaus rabiat mit Hell's Kitchens Bewohnern umspringt. Das nennt man den blinden Teufelskreis. Daredevil gegen Punisher bedeutet ein reineres Superkräfte gegen ohne Superkräfte messen, als bei einem Spider-Man, der technisch gesehen mit Fahrzeugen jongliert. Daredevil besitzt lediglich bessere Sinne, Frank die reichere Kampferfahrung, die jede Ausgangssituation vom Würfelwurf einiger Umweltfaktoren abhängig macht. Der Rest der sechsteiligen Einzelheftreihe besteht aus simpler Dynamik, ausgeglichener Choreografie, nachziehend eines Graham Nolan, ebenso geltsam für die Chuck Dixonische Schreibe. Doch hört, beides stammt von David Lapham. Fazit: Ohne Frank Miller zu durchforsten, ist dies das beste Aufeinandertreffen von Marvels Betonburschen.